Chaiwa Games. Lace Mamba Global. So, und damit erstmal herzlich willkommen zu Lucius oder Lucius. Weiß ich jetzt nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich hoffe, die Lautstärke passt. Ich nehme das hier auch nebenbei auf für YouTube. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das oder wann das mal hochgeladen wird, so ob das dann da auch wirklich auf YouTube kommt. Das weiß ich noch nicht, aber ich nehme das mal hier auch parallel auf. Es soll auf jeden Fall sehr, sehr düster sein. Wir hatten das Remake im Stream schon gespielt gehabt. So, das war ja Pixel Art. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie das dann, wie brutal das jetzt hier wirklich sein wird. Es ist eigentlich für mich blind, aber da wir ja das Remake gespielt haben, kennen wir das ja schon, den ersten Teil. Deswegen, ich starte jetzt mal ein neues Spiel. So, ich schalte mich auch einmal kurz hier weg. Oder doch nicht? Ich dachte, ist das noch der Ladebildschirm? Oder? Ah, okay, jetzt schalte ich mich mal kurz weg. Auszupusten. Denk dran, dir etwas zu wünschen, Schatz. Das ist mein Junge. Sehr gut. Glückwunsch zum Geburtstag, Junge. Hast du das gesehen, Dad? Mann, werden die schnell groß. Ich wette, du erinnerst dich an meinen 6. Geburtstag, als wär's gestern. Mary, kannst du bitte aufräumen? Lucius kann dir mit dem Geschirr helfen. Er darf heute länger aufbleiben und mit seinen neuen Sachen spielen. Aber nicht länger als 10. Ja, Ma'am. So, da bin ich jetzt auch gespannt. Später am gleichen Abend. So. Hale und Eagle, dann danke für den Lurk auf jeden Fall. Lucius heißen wir. Das sind wir. Ich
Okay. Es ist fast 10 Uhr. Mach dich bettfertig. So, erstmal schauen, wie bewegen wir uns. Hat Einführung. Okay, wir erstmal das Tutorial. Aktuell ausgewählte Fähigkeit. Da unten. Okay, unten links. Entdeckungsanzeige. Wie bewege ich mich? Ich würde mich gerne schon bewegen. Aktuelle Machtstufe. Ah, okay. Benutze deine Maus, um dich umzusehen, und WASD, um dich zu bewegen. Ah, okay. Jetzt können wir uns bewegen. Und da unten links. Gut, dass ich die Cam jetzt nicht unten links habe, sondern rechts. Um das Vorhängeschloss vom Tisch zu nehmen, drücke Maus. Wo ist das Hängen? Da haben wir das Vorhängeschloss. Neues Inventarobjekt. Stecke Sachen weg, hole sie heraus durch Drücken von Maus 2. Öffne und schließe Türen, indem du auf sie zeigst, und drücke dann Maus 1. Schließe die Kühlraumtür, zeige mit dem Vorhängeschloss auf sie und drücke dann Maus. Der Kühlraum ist nicht kalt genug. War hier das Ding, ne? Wir kennen das ja noch vom D-Make. Lass mich jemand raus. Hilfe. Okay, ersten Mord sofort begangen. Die Uhr ist gruselig. Sorry, wenn ich nicht sage, aber ich bin jetzt wirklich sehr neugierig. Und ich erwarte irgendwie die ganze Zeit bei diesen Cutscenes, dass irgendwas gesagt wird, besprochen wird. Ich habe das Puzzle zusammengesetzt. Alles fing damals an mit der Geburt eines kleinen Kindes. Tante Manor war ein Ort voller Dunkelheit. Einiges kam zutage und anderes blieb verborgen. Ich wollte helfen. Hätte mich aber nicht so hineinziehen lassen dürfen. Doch wie die Dinge sich entwickeln, wenn wir erst einmal Teil des Geschehens sind, ich kann nicht alles erklären. Für meinen Teil lehne ich die Verantwortung ab. Aber es ist da. Das Zeichen. Ein Zeichen, das ich hätte bemerken müssen. An seiner Quelle. Im Mittelpunkt von allem stand der Junge. Lucius. Die Musik ist aber sehr leise. Teilweise manchmal sehr laut und dann wieder sehr leise. Okay, warum brennt es draußen? Ach so. Vater Lucius, ist zu Besuch. Da bist du ja. Und hier bin ich. Endlich. Von Angesicht zu Angesicht. Es ist in Ordnung. Du kannst mir trauen. Du weißt, wer ich bin, oder?
Ich möchte mit dir über deine Berufung sprechen, mein Junge. Jedes Opfer, das du mir bringst, macht dich größer und stärker. Es ist einfach, Lucius. Du kannst deine Zukunft beeinflussen und ein Herr über alles werden. Aber so viel zu tun, so viel liegt vor dir. Ich habe ein paar Sachen für mein Geburtstagskind. Dort auf dem Tisch. Okay. So, einmal neues Inventarobjekt. Mit Drücken von E können wir da Inventar. Wähle ein Objekt aus deinem Inventar durch Drücken von Maus 1. Du wirst dieses Notizbuch brauchen. Es wird dir auf deiner Reise nützlich sein. Okay, Tag Lucifer, ich habe ein paar Sachen für mein also okay. Was haben wir hier? Eine Taschenlampe. Und Batterien. Und eine Spieluhr. Boah, ich liebe Spieluhren. So, ja. Ah, okay, so funktioniert das. Kombiniert. Okay, wähle mit deinem Mauszeiger einen Namen im Notizbuch aus. Ach so. Mary. Ausgezeichnet. Hausmädchen. Mary macht den Kühlraum sauer. Ich habe auf dem Tisch ein Vorhängeschloss gefunden, das könnte nützlich sein. Mary ist erfroren. Ich sollte das Vorhängeschloss holen, damit mich niemand verdächtigt. Und sieh nur, eine Taschenlampe. Sie wird dir helfen, nachts den Weg zu finden. Nur zu. Nimm deine neuen Spielsachen und probier sie aus. Okay, warte mal. So ein schlauer Junge. Ich weiß, ich bin... Oh, guck mal auf den Schatten. Lucius, du musst jetzt eine Kleinigkeit erledigen. Es ist wichtig, dass du nicht erwischt wirst. Der Schatten... In der Küche ist das Schloss noch an der Kühlraumtür. Du musst das Vorhängeschloss holen, Lucius, und es verstecken, sodass niemand es findet. Andernfalls wirst du entdeckt. Und glaube mir, du willst nicht, dass das passiert. Ich finde gerade geil. Jetzt hol das Vorhängeschloss, bevor die Erwachsenen aufwachen. Halt die Klappe, Lucifer! Ich finde gerade richtig. Ich fand aber trotzdem gerade mit dem Schatten geil. Laufen. Okay, so können wir sprinten. So. Nein. Kann ich. Okay, ich muss erstmal in die Steuerung reinkommen. Mit M sehe ich die Karte. Okay, ich. Hier muss ich rein. Mal gucken, ob ich mich verlaufe. Wir hatten uns auch im D-Make verlaufen, aber die Orientierung passt soweit. So. Hier war das, glaube ich, oder? Und dann da rein. So. Es hat sich, Dings. Ich habe das Vorhängeschloss geholt. Am besten in die Tasche, damit es niemand sieht. Vielleicht ist es noch nützlich. Okay. Schließen. Boah. Okay, Telekinese.
Detective McGuffin, was haben wir hier? Sieht nach Herzinfarkt aus, Sir. Die Frau ist im Kühlraum zusammengebrochen. Grund ist wahrscheinlich der plötzliche Temperaturwechsel. Sie war Mitte 50. Typisch für Frauen ihres Alters. Haben Sie mit dem Hausbesitzer gesprochen? Nein, Sir. Sie erwarten Sie in der Küche. Wie kann so etwas geschehen, Detective? War das irgend so ein Anfall? Wir schauen's uns an. Aber es sieht aus wie ein Unglück. Bleiben Sie von der Küche fern. Das Personal soll uns nicht beim Aufräumen stören. Entspannen Sie sich. Lassen Sie wieder Alltag einkehren. Danke, Detective. Wir geben unser Bestes. So, 12. Juli 1920. Rauchen tötet. Sorry wirklich, wenn ich nichts sage. Ich erwarte immer wieder, dass hier gesprochen wird. Hi, Jean. Gott sei Dank bist du hier. Es ist ein Chaos. Das könnte in einem Wahljahr wirklich negative Auswirkungen haben. Das ist Privatsache und ein unglücklicher Unfall. Die Presse hält sich da raus. Dafür habe ich gesorgt. Ich konnte immer auf dich zählen, Jean. Fühl dich wie zu Hause. Ich muss noch was klären. Klingel nach Alistair, wenn du was brauchst. Lass dir Zeit dabei. So, wir sind wieder in unserem Zimmer. Ich nehme mal die ganzen... Kann ich die hier hinpacken? Ah! Das war ja im D-Mac ja auch, dass wir das machen mussten zum Aufräumen. Hausarbeitsaktualisierung. Zählt das jetzt nicht als aufgeräumt, das eine? Ah, Hausarbeit erledigt. Aktueller Benehmensstatus 50%. Nice. Ja, wir können uns benehmen. Was gibt's denn hier? Okay, wir haben hier einen Ball. Da ist unser Schlafanzug, okay. Ich mache hier mal wieder zu. Wohl, warte mal. Da liegt ja noch immer Spielzeug. Das packen wir auch mal da rein. Nein, bleib drinne. So. Und das muss auch noch rein. Hallo, da rein. Okay, Steuerung ist ein bisschen kompliziert. Was ist mit dem Bären? Der war ja Tippgeber im D-Make. Okay, komm, wir gehen mal raus. Boah, das ist aber auch... Ah, wir können ja richtig rauszoomen. So, das ist ja der Garten. Boah, das ist echt mal... Ich finde das richtig geil, das jetzt auch mal so zu sehen in 3D, statt so wie im D-Make. Wie weit kann ich reinzoomen? Okay, so. Ich feiere das gerade. Jean? Vaters Kollege, er besucht meinen Vater manchmal geschäftlich. Ich hasse es, wenn er im Esszimmer raucht. Ich bekomme dann Kopfschmerzen. Ich will mich hier trotzdem erst einmal richtig umsehen. Das alles hier mal ansehen, so wie damals beim D-Make. Das war, glaube ich, das Zimmer unserer Eltern. Ich
Okay, das ist abgeschlossen. Da ist auch. Okay, da ist auch ein Schloss dran. So. Wir haben eine Gabel mitgenommen. Können wir mit der Gabel jemanden abstechen? Bist du meine Mama, Nancy? Lucius. Mary ist jetzt an einem besseren Ort. Zusammen mit ihrem Mann. Hast du daran gedacht, dir die Zähne zu putzen? Ich will dich nicht nochmal erinnern. Liebling, lass bitte deinen Vater heute in Ruhe. Jean ist da und sie haben Geschäftliches zu erledigen. Okay, Nancy, bist du meine Mama, oder? Was haben wir hier? Wir haben hier ein Buch. Und wir haben hier einen Schlüpper. Wir rennen mit dem Schlüpper unserer Ma rum. Okay, interessant. So, Hausarbeitsaktualisierung. Benehmensstatus 50%. Zähne putzen. Okay, wo ist das Badezimmer nochmal? Ich weiß, es kann seltsam sein, aber sei ein Schatz und sei höflich zu Jean. Er ist schließlich Gast in unserem Haus. Ja. Wo ist das Badezimmer? Ich muss mir die Zähne putzen. Was haben wir hier? Noch ein Buch. Warte mal, das ist doch das Zimmer von Tommy, oder? Okay, guck, stand da drauf. Hier haben wir noch eine Socke. Irgendwas war doch mit denen. Die konnten wir ja doch oder mussten wir ja doch in den Wäscheraum bringen. Ne? Gästezimmer, hier haben wir das. Ich will mir wirklich mal alles ansehen. Hier haben wir nochmal zwei Socken. So, wer bist du? Ivor! Kannst du nicht sehen, dass ich hier eine heikle Arbeit zu tun habe? Geh doch nach unten und sieh fern oder so. Jein. Ach, das ist der... Ah, okay. So, was haben wir hier? Ah ja, das... nein, zu früh. Hier haben wir den nächsten Flur. So, Badezimmer. Hier können wir Zähne putzen. So, da... Neues Inventargegenstand. Da sehe ich was. So, Zähne putzen haben wir geschafft. So. Alle Kreuze umdrehen. Das ist ja das Ziel hier, glaube ich. Mitunter. Ich arbeite hier. Das ist nichts für Kinder. Ah ja, genau, Tom, der für OnlyFans ihr Sachen macht. Ach, wir sind wieder im Elternzimmer. Was gibt's denn hier? Schlappen, die können wir auch noch mitnehmen. So, da gibt's nichts. Oh, hier ist ein Schlüssel. Kann ich springen? Nein, springen funktioniert nicht. Okay. Ich habe aber Angst, was... Okay, da ist zum Glück nichts Verwerfliches drin. Ne? Ich will trotzdem mal alles ansehen, aber den Schlüssel konnte ich jetzt nicht mitnehmen. So, wir wollten nach unten. So. Entdeckungsanzeige. Wieso kann ich die Tür jetzt nicht mehr zumachen? Die Tür bleibt jetzt... Okay. So, Cold Room. Ist verriegelt. Das ist auch verriegelt. Hier haben wir die Küche. Ich suche mal die ganzen Dings. Okay, Mary liegt hier auch nicht mehr.
Das wäre jetzt bitter gewesen, wären wir jetzt da eingeschlossen worden und dann erfroren. So. Es kann ja sein, dass wir irgendwas entdecken können oder sowas. Unser nächstes Opfer. So, Entdeckungsanzeige. Jean. Okay, wie hatten wir ihn im Demake weggelockt gehabt? Da bist du ja, Lucius. Lass dich ansehen. Ich glaube, du bist gewachsen, seit ich dich das letzte Mal sah. Ja, ich bin schon ganz groß geworden. Wie geht's in der Schule? Ach, da ist nichts weiter. Die sind alle tot. Kann ich hier raus? Ich kann nicht in den Garten. Okay, der Springbrunnen. Da ist ein Männchen, das pinkelt. Klavier, du kannst ohne Werkzeug nichts ausrichten. Ah, okay. Da kann ich auch noch nicht hin. So, wie war denn das nochmal mit ihm? Mama, kannst du mir helfen? Keine Sorge, Lucius. Mary ist jetzt an einem besseren Ort. Zusammen mit ihrem Mann. Okay. Wie war denn... Ach, hier ist der Fernseher. Weiter. Ich habe nicht einmal zugesehen. Nur weiter. Ich habe nicht einmal zugesehen. So, wir müssen da rankommen. Hör auf herumzuschleichen, Lucius. Du machst mich nervös. Ich schleich doch gar nicht rum. Hast du meine Streichhölzer gesehen? Nee. Jean, ich habe die Streichhölzer von Jean gestohlen. Jetzt kann er seine Zigarette nur noch am Ofen anzünden. Ich sollte eine Art Falle stellen. Der Ofen verfügt über ein System, das verhindert, dass Gas entweicht. Ich brauche dafür irgendein Werkzeug. Gas auf einem sichtbaren Sicherheitssystem. Wie demolieren wir das? Hast du meine Streichhölzer gesehen? Nein, habe ich nicht. Jetzt rauft er in der Küche. Der Stream wurde noch nicht gesperrt, ja? Ist ja aber auch jetzt noch nichts Schlimmes passiert. Habe ich meinen Stream eigentlich auf FSK 18 gestellt? Der Knopf sieht locker aus. Ich sollte mir vom Hausmeister einen Schraubendreher leihen und das reparieren. Hausmeister? Stimmt, da war ja was. Warte mal. Das hatte hier gerade kurz gedingst. Ja, die Szene, wovor ich auf jeden Fall Angst habe, dass das angezeigt werden könnte. Liebling, lass bitte deinen Vater heute in Ruhe. Jean ist da und sie haben Geschäftliches zu erledigen. Die kommt ja erst später. Vielleicht wird das auch erst im nächsten Stream oder so kommen. Auch wenn ich heute nur Open End mache. Hallo, Junge. Hallo, Ivor. Ich glaube, Ivor war der dritte oder der vierte, den wir töten dürfen. So. So, wir haben es präpariert. Der Ofen ist manipuliert und Jean hat keine Ahnung. Jetzt müssen wir noch warten. Was braucht dein Vater so lange? Ich muss neue Streichhölzer finden. Ich kann ja nicht immer an den Ofen ran, wenn ich Feuer brauche. Boah, da will ich jetzt sehen. Ach, alles gut, Hel. Hast du meine Streichhölzer gesehen?
Er wird jetzt, sein Kopf wird jetzt brennen. Das will ich mit ansehen. Willst du das auch noch mit ansehen? Feuer. Ah, okay, das wird immer so. Ich Feuer. Ah, jetzt geht's. So, und jetzt? Ah, okay. Was soll ich sagen, Mr. Wagner? Das ist eine Verkettung unglücklicher Umstände. Ziemlich unheimlich. Gene war mein Wahlkampfleiter. Seit vielen Jahren ein Freund der Familie. Was soll ich nur ohne ihn machen? Das muss für Sie eine schwere Zeit sein. Aber wir müssen hier eine Untersuchung durchführen. Ich muss mit Ihrem Handwerker über das Gasleck reden. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich hatte so ein Gefühl, dass in diesem Haus etwas Seltsames vorging. Ich konnte das Puzzle noch nicht zusammenfügen. Also zog ich mich für eine Weile zurück und ließ es gären. Nach ein paar Wochen kam der Anruf. Als die Dinge sich normalisierten, gab es in dem gottverlassenen Haus einen weiteren Unfall. Es geschah an einem regnerischen Tag. Ich glaube, einem Dienstag. Der Hausmeister, ein ziemlicher Trinker, führte eine Reparatur in einem Badezimmer im unteren Westflügel aus. Ja, bei mir die typische Dämonenbeschwörung. Ja, wir spielen Lucius. Das ist, wir sind der Sohn eines Teufels. Und ja, das ist tatsächlich so, was Dämonisches. Da ist Vater. Hallo, Lucius. Da sind wir wieder. So, mit der Taschenlampe. Sehr gut gemacht, nicht wahr? Meine Güte, die Hörner. Du machst mich stolz. Aber ich muss dir ein paar mehr, sagen wir, subtilere Künste beibringen, die du einsetzen kannst. Trainiere deinen Geist, um Objekte nach deinem Willen zu bewegen. Hier. Lass mich dir zeigen, wie. Okay, wähle deine Telekinese-Fähigkeit durch Drücken von 2. Zeige mit dem Mauszeiger auf das Spielzeugauto. Drücke und halte Maus. Spielzeugauto? Das da? Ausgezeichnet. Ah. Du kannst das Objekt jetzt mit der Maus bewegen. Drücke jetzt zusätzlich und halte Maus 1 und 2. Sehr gut. Hä? Versuch das Objekt zur Kiste zu transportieren. Du siehst, deine Macht lässt bei der Verwendung der Fähigkeit nach. Okay, da, Dings, da drin? Nein. Hä? Ich würde gerne wissen, wie ich das jetzt in die Kiste bekomme. Hallo? Ah! Umständlich, aber. Versuch das Objekt zur Kiste. Ja, aber. Ich konnte jetzt nicht. Du kannst mit dieser Fähigkeit auch Objekte zerbrechen. Versuche es mit der Taste. Sehr gut. Du kannst auch Maschinen mit Telekinese starten. Versuch das Radio anzumachen. Jetzt weißt du, was du machen musst, mein Sohn. Du musst deine Mission fortführen und mir sehen. Sei vorsichtig, aber hab keine Gnade. Ich hoffe, die Musik war jetzt nicht Copyright.
So, 4. August 1972. Schwere Musik. Ja, stimmt. Der Hausmeister. Oder unser drittes Opfer. YouTube freut sich. Ja. So, aber die Steuerung der Telekinese habe ich noch nicht gerafft. Also... Ah, okay. Lichtschalter können wir auch benutzen. Können wir jetzt eigentlich nach ganz unten? Was war das nochmal? Guest Room. Das Gästezimmer. Da bist du ja. Hast du gut geschlafen? Ja, Mama. Du bist doch Mama, oder? Jetzt können wir hier durch. Da können wir noch nicht durch. Hier. Ivor. Den zerquetschen wir mit dem Klavier, das weiß ich noch. So, Ivor. Er ist immer betrunken. Er würde es gar nicht merken, wenn ich seine Pläne ein wenig ändere. Wo sind denn seine Pläne? Da. So. Aufgabenliste des Hausmeisters. Das merkt er auch nicht. Habe ich eigentlich auch andere Aufgaben? Benehmensstatus 75%. Hier irgendwas fehlt. Mama? Ich muss mit deinem Vater über diesen Handwerker reden. Ja, keine Sorge, ich kümmere mich um ihn. So, hier kann ich nichts mehr machen. Warte mal, können wir hier auch uns selber umbringen? Können wir hier selber erfrieren? Irgendwann? Stimmt, er ist jetzt am Klavier. So, er müsste jetzt weg sein. Wo ist Mama? Mama ist auch nicht da. Dann können wir jetzt... Die ersten waren ja noch einfach. So, Ivor. So, in Ordnung. Ich sollte ihn irgendwie herlocken. Ja, das haben wir schon. Wir haben sein Dings da repariert. Ich gebe es auf. Seh doch mal nach. Der läuft auch ein bisschen betrunken rum. Irgendwie gruselig, wie weit Lucius seinen Kopf drehen kann zur Seite. So. Verdammte Pedale. Immer locker. So, und... Mist! Wieso ist Mutter jetzt hier? Vielleicht kann ich jetzt ein paar meiner neuen Fähigkeiten einsetzen. Ja, aber nicht, solange Mama da ist. So, zumachen. Geil. Das sieht nach einem schönen Tod aus.
Okay, und Mama hatte Kreislaufprobleme gerade. Ich sage es Ihnen ungern. Aber anscheinend war Ihr Handwerker sturzbetrunken. Irgendwann musste es einmal passieren. Ich wollte ihn nach den Zwischenfällen feuern, hab's aber nicht übers Herz gebracht. Nach den jüngsten Ereignissen ist es schwer genug, das Personal zu halten. Geben Sie sich nicht die Schuld. Das ist der schlimmste Fall von beruflicher Nachlässigkeit, der mir je begegnet ist. Das erklärt vielleicht das Gasleck. Aber nicht den Tod im Kühlraum. Die Autopsie des Dienstmädchens ergab nichts. Aber momentan ist unsere Theorie, dass sie ein schwaches Herz hatte. Oder Kreislaufprobleme. Ja, Kreislaufprobleme wie die Mama gerade. 11. September 1972. Messer scharf. Boah, wen hatten wir mit dem Messer im D-Make getötet? Wer war das nochmal? So, kann ich mit dem Teddy reden? Der gibt keine Tipps. Wusstest du, dass Jet im Haus ist? Du solltest guten Tag sagen. Jovita? Das Dienstmädchen? Wird es eigentlich Jovita oder Jovita ausgesprochen? Ich weiß es nicht. So, gibt es hier neue Räume, wo wir rein können? Ich mach mal alles auf. Hier Toms Zimmer. Den werden wir vergiften müssen, auf jeden Fall. Achso, wir sind wieder hier. Kann ich jetzt eigentlich an den Schlüssel? Nee. Oh. Living Quarters. Hier können wir jetzt auf jeden Fall schon mal rein. Neues Inventarobjekt. Was macht denn das? Da ist noch ein Schlüppi, ein roter. Aber wir können damit jetzt in die Wäschekammer, oder? Hier ist die Lobby. Ja, wir können zur Lobby. Wo war die Wäschekammer? Hier hinten, ne? Muss das nicht da rein? Hier ist irgendwo ein Kreuz. Da. Nur einmal die Woche und verdient doppelt so viel wie ich. Was ist so besonders daran, Schweine aufzuschlitzen? Ich bin sicher, das kann ich auch. Der Metzger! Hallo, Liebling. Mein Lieblingsschlüppi, rot. Ja, ich trage auch privat genau solche, ja. So, okay, wo war der Metzger? So ist das hier so dunkel. Das ist das Zimmer, wo wir hier die Fotos machen müssen. Wo es sehr privat zugeht. Hier haben wir noch ein Kreuz. Ich komme an das Kreuz nicht ran. Ich kann da nicht umdrehen. Kann ich jetzt nach draußen? Achso, hier ist noch ein Balkon. Ich glaube, ich bin im D-Make hier niemals gewesen. Hier ist noch ein... Okay, wäre es nicht sinnvoller gewesen, hätte man hier die Tür gemacht, anstatt so unbequem da unter... Vor allem, hier führt es ja nirgendwo hin. Hier würde doch wirklich mehr Sinn machen, eine Tür, als anstatt hier. Dann hätte man die Bilder vielleicht dahin hängen können oder so. Hier noch eine Socke.
Na, beim D-Make war das so, die ganzen Socken und Schlippis, die mussten wir ja zur Wäschekammer bringen. Wieso war die Tür jetzt zu? Wir hatten die doch... Die sind auch jetzt zu. Ah, okay. Wahrscheinlich, wenn wir weit genug von der Tür weg sind, dann geht das automatisch zu. Da geht's wieder zur Lobby. Komm, wir gehen mal die Treppe hoch. Ich will mich hier jetzt erstmal orientieren. So, hier ist... Hallo, mein Junge. Fabius. Hallo, Enkel. Onkel Fabius, hallo. Du bist bald auch tot. Wenn du das Fahrrad zu Weihnachten möchtest, musst du dich im Haushalt nützlich machen. Bring zum Beispiel den Müll raus. Ich hätte gern eine kinderfreundliche Kettensäge zu Weihnachten. Okay, Müll rausbringen. Den Müll rausbringen. Der Müll war draußen, oder? Wo? Ah, wir sind hier. Okay, Lucius. Wie geht's denn meinem kleinen Kumpel heute? Alistair, war er Bediensteter oder war er... Ich glaube, Alistair war der Opa. Und hier war irgendwo... Hallo, mein Junge. Weißt du, ich habe Jet im Kühlraum arbeiten sehen. Du weißt, was das bedeutet? Leckeres Schweinefleisch. Hä? Wo war er, der mit uns gesprochen hat? Das ist das Hobbyzimmer. Was? Warum haben die überall solche Statuen? Okay, die Musik feiere ich jetzt gerade ein bisschen. So, jetzt müssen wir aber erstmal den Müll finden, den wir rausbringen müssen. Ah, hier sind wir. Okay. Wäschekammer, der Flippy ist jetzt hier. Oh, da müssen wir dahin tun. Okay. Flippy. So, hier kommt. Da kommt Weißes, da kommt Buntwäsche rein. Okay, das sind die Körbe. Kommt nur einmal die Woche. Achso, das ist der Schrank. Warte mal, da wollten wir rein. Das kenn ich auch. Da ist die Garage. Das ist entsetzlich, Mann. Klingt, als seist du gestresst. Weißt du, was mich entspannt, wenn ich Stress habe? Jazz. Jazz. Magst du Jazz? Na, dann hast du noch nichts Gutes gehört. Ich habe eine Kassette von meiner Band, die du dir anhören solltest. Das ist cool. Das machst du sicher. Ich weiß nur gerade nicht, wo sie ist. Hast du sie gesehen? Ich habe sie im Auto gelassen. Nein, Mann. Ich habe keine Kassette. Paschi, ich mach das immer mit Absicht. Müsstest du doch auch mittlerweile wissen. Was riecht, ne? Ach, hier kann ich nicht... Ah, okay. Hier geht's raus. Hier kann ich aber nicht raus. Okay. Was? Das Teezimmer. Es gibt für Tee extra ein Zimmer? Echt, jetzt so ein Anwesen hätte ich auch, wo ich extra fürs Tee trinken ein eigenes Zimmer habe. So, aber ich
Ich verlaufe mich hier gerade. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Hier haben wir noch ein Badezimmer. Ah, okay, hier sind wir. Ah, jetzt weiß ich. Hier, das Klavier. Okay, jetzt sind wir hier. Wer hat das Kreuz hier umgedreht? Frechheit. So. Da ist das Ziel.